zuletzt bei Pokémon SoulSilver Randomizer Nuzlocke. Endlich ging es mit dem Schiff nach Kanto. Aber vorher mussten wir natürlich noch dem alten Opa helfen und dieses kleine, aufkillige Kind suchen. Was hat er damit nur vor? Moin, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten Pokémon SoulSilver Randomizer Nuzlocke Part. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist heute soweit, wir werden heute weitermachen. Ich wollte noch eben den EP-Teiler verteilen, weil wir jetzt nebenbei die neuen Mons leveln. Das ist einmal der Alex, den wir letzten Part gefangen haben, direkt in Kanto. Und auch der Feli wird jetzt auch ein bisschen hier gelevelt, weil... Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt Elektroball gefangen. Das ist einer... In der vierten Generation ist Elektroball, glaube ich, sogar das Pokémon mit dem höchsten Init-Wert nach Deoxys. Ich glaube. Oh, ich muss gerade echt überlegen. Ich glaube, es müsste das sein. Es müsste das mal mit dem höchsten Init-Wert sein. Ich bin mir auf jeden Fall nicht 100% sicher. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr geil. Wir können mit dem Mon sehr, sehr viel machen. Ich weiß, dass es auch sehr gute Moves erlernt. Aber wir müssen natürlich noch Donnerblitz und sowas haben, damit es richtig, richtig, richtig geil wird. Obwohl ich hätte... Es ist einfach so geil, wie der Ball hinter dir herläuft, ne? Ich würde auch sehr gerne einfach noch Magnezone leveln. Aber ich habe halt dann noch... Also in der App-Im-Schwäche habe ich so oder so. Es bleibt sich egal, ne? Aber ich kann, glaube ich, Dings gar nicht im Moment leveln. Weil wir Flugmann brauchen. Das heißt, ich muss Tanja erstmal mitnehmen. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich jetzt nichts mit, aber es tut mir leid. Tanja, du musst halt mit. Tanja muss halt echt, glaube ich, ein bisschen mehr gelevelt werden. Ich habe dann halt eine große Ice-Weakness, aber eine verdammt große Ice-Weakness. Guckt euch mal an. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Mons werden von Ice gerackt, Alter. Wenn ich da gleich Mammut erwische, ich bin so RIP, ey. Egal. Wir könnten jetzt direkt die Arena machen heute in dem Part schon. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwarten wird, um ehrlich zu sein. Ich habe erst überlegt, ob ich es mache. Ich bin aber ganz ehrlich, ich würde sehr, sehr gerne mit euch zur nächsten Route kommen. Zur nächsten Route gehen. Deswegen gehen wir direkt nach Saphonia City in die Hauptstadt. Oder in die größte Stadt, glaube ich, von Kanto überhaupt. Und werden direkt weiter rausgehen. Wir können jetzt einfach mega viele Encounter uns hier holen, direkt am Anfang. Wir können hier direkt auf Route 7 was fangen. Wir haben da hinten die Routen frei. Auf jeden Fall haben wir jetzt mega viel Potenzial, was wir uns alles fangen können. Und ich hab Bock. Wow, schon wieder ein Metallmantel. Ich hab so Bock. Ich freue mich richtig, ne? Da ist es. Nächster Encounter. Meine Damen und Herren, es wird ein Libeldra sein, was wir schon haben. Dürfen wir nicht fangen. Ja, dürfen wir nicht fangen. Bin ich ganz ehrlich. Würde ich sehr gerne, aber dürfen nicht fangen. Wir setzen Fliegen ein. So, damit kriegen wir zumindest die P ab. Bam, Level up. 25. Läuft, würde ich sagen. Bam. So. Ich muss jetzt eben einmal auf die Karte, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob, ob das auch zu Route 7 gehörte. Also das war jetzt die Route 7 dazwischen. Und das war auch nicht. Und das ist Route 8. Also es ist eine eigenständige Route, das kleine Stück. Es ist unglaublich. Hätte ich jetzt nie mit gerechnet, dass es eine eigenständige Route ist, das kleine Stück. Egal. Wir fangen uns einen neuen Encounter. Ich weiß immer noch nicht, was kommen wird. Das haben wir schon. Safe. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Safe haben wir das schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Ich glaube, das haben wir schon. Ich muss jetzt gucken. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon gehabt haben. Aber ich glaube, das haben wir schon gefangen. Wo ingenau haben wir schon gehabt. Und wenn wir ungenau auch totaler Blödsinn, weil wir können da nichts mit anfangen. Also, ich weiß, einige mögen das Ding, aber es bringt gar nichts. Wo ingenau ist so sinnlos, ne? Nee, wir haben es nicht. Wir hätten es fangen dürfen. Oh, fuck. Egal. Egal. Es macht einfach keinen.
Es macht einen Kohl nicht fett, wenn wir das haben oder nicht. Also ganz ehrlich. Wir lassen es weg. Wir lassen es weg. Ist egal. Auch wenn man es hätte nehmen können. Wir lassen es trotzdem weg. So, wir gehen direkt weiter. Ich weiß halt echt nicht, ob wir direkt uns in den Counter fangen, also direkt zu den Arenen gehen sollen oder nicht. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Ich weiß ja nicht, macht man jetzt die Arena? Macht man jetzt nicht die Arena? Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe es einfach mal. Habe ich Vilja? Vilja haben wir noch nicht. Aber ich kann Vilja, glaube ich, nicht schwächen. Können wir das schwächen? Nee, ne? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, dass wir schwächen können. Ich bin mir jetzt aber auch da nicht hundertprozentig sicher. Also, wenn es einen Hit leben sollte, fangen wir es. Ja, wenn es einen Hit überleben sollte. Wenn es keinen Hit überlebt, nehmen wir es nicht mit, okay? Das klingt nach einem Deal, oder? Ja, das klingt nach einem Deal. Ja, nice. Das klingt auch noch einen zweiten. Dann haben wir noch einen drauf. Dann fangen wir es einfach an. Ich muss gleich meine Bälle kaufen. Wir kaufen gleich meine Bälle. Das ist ganz wichtig. Alter, ist nicht dein Ernst. Alter, bitte. Oh, nee, Mann. Jetzt ganz... Nee. Nee. Komm her. Mir ist egal. So. So spielt man Learn-to-Play-Video. Learn-to-Play! So, jetzt bleib im Pokéball drinne. Dankeschön. Ich spiele halt diese Sachen immer, weil es dauert einfach viel zu lange, wenn man es nicht speeden sollte. Das ist halt teilweise halt echt so, ne? Deswegen. So. Wir fangen links, links, zack, 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 zack. Markus ist nämlich jetzt auch mit im Team. So, wir dir gefangen. Sehr nice. Ich würde eigentlich mega gerne auch die Arena machen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen unentschlossen, ob man die Arena macht oder halt, ob man die noch nicht macht. Im Endeffekt kann uns halt nichts so Schlimmes passieren, außer dass er uns halt umhaut und wir raus sind. Das könnte passieren, aber hey. Kann halt, ne? Achso, ich muss hier auf dem Fahrrad sitzen. Ja, Bruder, dann aber auf dem Fahrrad, ne, würde ich sagen, oder? Zack. Einsetzen. Let's go. So, wir sind auf dem Fahrrad. Wir werden jetzt hier noch auf Route 16 was fangen. Und dann geht's, direkt ins Gras. Direkt in den Kauder. Mauzi. Yeah. Alter, wir kriegen einen Encounter noch an. Ich feiere das gerade ein bisschen. Dass es gerade so schön mit den Encountern läuft, ne? Ich feiere das gerade echt ein bisschen. Freut mich. Ja, weil wir hatten viele Encounter, die wir lange nicht fangen konnten. Und da haben wir direkt Mauzi gefangen. Sehr, sehr schön. Ja, und ich ganz ehrlich, ich weiß, wie ich das Ding nenne. Das ist einfach, das ist der Name, der muss so sein. Der muss so heißen. Es ist Greta. Die gute alte Greta. Und ich werde mit Greta trainieren, Alter. Und so Billikat wird zerstören, hoffe ich mal. Hoffe ich echt. So, wir fahren wieder zurück. Ich würde sagen, ich würde echt gerne mit euch heute die Arena machen. Also die Elektro-Arena, Major Bob. Ich weiß, ihr wolltet, einige meinen, ja, macht das mal, aber ich glaube, das können wir von der Story her gar nicht mehr machen. Fällt mir nämlich auf, weil ich zum Beispiel bei einigen Sachen gar nicht weiterkomme. Das heißt, ich muss einfach im Endeffekt, wirklich die Arenen machen. Und zum Beispiel dann auch, damit ich auch an Relax und so vorbeikomme. So. Sophronia City, meine Damen und Herren. Wir sind heute in Sophronia City angekommen. Herzliche Grüße, euer Yves. So, zack, zack. Einmal hier runter schwimmen, zack. Ich finde die Musik so geil, ne? Ja, komm, eigentlich brauchen wir hier nichts machen. So. Jetzt brauchen wir überlegen, brauchen wir irgendwas anderes mit, was halt extrem stark ist? Nö, eigentlich nicht. Also mit Dämons können wir das eigentlich handeln. Mit Tim lieben wir. Ich würde sagen, let's go. Boah, nee, wir surfen eben einmal runter. Wir machen den klugen Play, dann brauche ich nicht extra für irgendwas nochmal, Dings lernen. Das wäre halt echt dumm. Also, ja.
So, wir sind in der Arena angekommen und werden uns jetzt die ersten Battles gönnen hier. Und da haben wir gleich den ersten Doppelkampf. Was? Das ist ein mega krasser Doppelkampf. Lol, Alter. Let's go. Bruder, ich muss wo ihn genau raus haben. Wo ihn genau ist das Abfuckmann, was uns sonst Probleme bereiten wird. Tim Wiese muss raus. Ich muss echt raus. Ace, Bruder, und Zauberblatt auf Dings. Bam, weg damit. So, jetzt sieht's langsam nach dem Spiel. Nein, das wäre schon. Alter, hätte er den Boost gekriegt, dann wäre schon. Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst! Kein Boost, kein Boost, kein Boost, kein Boost, kein Boost, bitte nicht. Holy shit, ich bin so fucking ripped. Ich müsste halt jetzt irgendwie auf Juwelenkraft switchen können. Das wäre so cool, ne? Aber das kann ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass jetzt das Zauberblatt ausreicht. Aber nach dem Boost wird er nicht ausreichen. Doch, er reicht aus! Ja! Schön! Kuba reicht 44, sehr nice. Perfekt. Ja, Mann. Nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir, Alter. Sunny, Bruder, Alter. Sunny regiert hier. So. Oh, jetzt muss ich überlegen. Surfer wäre die, der Play des Tages, aber wir können auch erstmal eine Erdkräfte auf Weberer draufrotzen und wechseln aus und switchen dabei in Tim. Ja. So, Weberer ist auch weg vom Fenster. So. So, jetzt müssen wir ja nur noch ihn machen. Das heißt, Golbat angreifen. Zack, auswechseln. Wir gehen wieder auf Cooper. Cooper kann dann auch für Wehenkraft switchen. So. Das heißt, wir können jetzt eigentlich perfekt das Ding rausnehmen. Können hier noch ein bisschen machen. Naja, zum Schluss kommt nochmal Tohaido rein. Kann man machen. Ich nehm's trotzdem. Tanken wir, nice. Oh, fuck. Okay, so geht's auch. Einfach rausnehmen. Easy. einfach mal komplett rausgenommen, den Bro da hier. So, den nächsten machen wir auch gleich hinterher. What? Alter, das Slime. What the fuck, Alter? Warum sind die so hochgelevelt? Jetzt mal Real Talk, no shit, Bruder. Die sind halt echt. Die sind halt nicht ohne die Boys hier. Holy shit. Alter, wer... Das muss man sich mal reinziehen, wie hoch die gelevelt sind hier. 43. Das war... Das, soweit war, die Pokémon-Liga war zwar ein bisschen höher. Ja, aber nur ein bisschen. Aber holy shit, Mann. Die können uns hier gerade richtig Probleme bereiten. Ich glaube, ich muss ein bisschen mit den anderen Monstern trainieren, so... Ganz unverfroren. Nur so als Überlegung. Aber ich glaube, das müssen wir echt. Holy shit! Nice! Wir müssen erstmal wieder im Müll suchen, würde ich sagen. Nice, da ist der Schalter. Und da ist der Schalter weg. Und da ist der. Oh, das Rätsel habe ich so gehasst, ne? Ich habe das Rätsel. Ich habe das echt so gehasst. Ich habe das. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das Rätsel einfach gehasst hat ohne Ende. Oh Mann, Alter, ich hab's echt gehasst, ey. Oh. Oh Mann. Nicht dein Ernst. Oh Mann, das ist doch jetzt. Das ist ein Scherz, oder? So. Machen wir den oder den? Ich gehe jetzt mal hier hin. Ja! Damit ist die Elektrobarriere gestört. So, wir könnten erstmal uns heilen und dann starten wir den Fight. Würde ich sagen.
Das heißt, wir gehen uns eben einmal schnell heilen, werden dann zurückgehen zum Major Borb und werden versuchen, diesen Typen um seinen Donnerorden zu bringen. Ist es der Donnerorden? Ich glaube, es ist der Donnerorden. Ich glaube, es müsste der Donnerorden sein. Ja, wir werden gleich ihn um seinen Donnerorden bringen, auf jeden Fall. So, das heißt, wir werden auch hier gleich direkt im zweiten Part die Arena machen. Es bleibt spannend. Mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen werden. Ich bin ein bisschen tricky. Ich weiß echt nicht, welches Level er hat. Aber wenn die Trainer so alle 43, 44 haben, wird er ja auch wahrscheinlich 48 oder sowas haben. Tippe ich mal sehr stark. Tippe ich einfach mal. So, wir kaufen erstmal ein paar Supertränke. Ne, hab ich noch Hypertränke? Leute, haben wir echt noch. Bruder, dann nehmen wir nochmal 10 mit. Jetzt stapeln wir das Ganze hier. Jetzt geht's lange los. Jetzt kriegen wir Geld. Jetzt können wir uns was leisten. Ja, jetzt sind wir nicht mehr so diese armen Schlucker. Ja, und können uns immer mal wieder was dazu holen. Mama bringt uns halt immer nur Bären mit. Ja, es ist so traurig, Alter. Als ob meine Mutter mir nur Bären kauft, Mann. Ganz ehrlich, komm doch irgendwie mal mit so einem random Shit oder so. Irgendwie so, holy shit, dem Mondstein wie letztens. Oder, hey, du hier, für dich nochmal 10.000 Poké-Dollar, mein Junge. Aber nicht immer solche Bären davon kaufen. Das ist mein Geld, was du da verprasst, Mama. Okay. Ich bin gehypt. Ich freue mich. Ich freue mich auf den Fight. Ich freue mich auf den Fight. Auch wenn wir schon wieder bei 15 Minuten sind und langsam gleich gucken müssen, dass es so ein bisschen uns zum Ende ging. Aber den Fight werden wir uns auf jeden Fall machen, Alter. Major Bob, Alter. Der hatte damals eins der schwierigsten Pokémon überhaupt, finde ich, mit Raichu. LOL! Wieso sind diese Dinger wieder aktiv? Ich hab den noch. Ich habe. Hä, ich hab die doch ausgeschalten. Oh Mann. Okay. Oh Mann, Alter. Oh, leck mich, ey. Ah, lol, wir haben's. Hihi, yes. So. Let's go, Major Bob, Bruder. Let's get ready to rumble. Boom. Erster Kampf in Kanto. Major Bob gegen unser Team. Ja. Hauen wir den Typen mit der Brille, den muskelpackten Idioten, weg beim Fenster. Und was ist denn für ein Pokémon? Oh mein Shit. Oh, was? 51? Oh Gott, sind wir whip. Oh mein Gott, wir sind so gefickt. Ich bin so whip. Ich bin so whip. Alter, warum ist das so stark, Alter? Okay. Es sieht gut aus. Wir haben von 5 schon mal ein paar down. Wir können drin bleiben gegen Pipi. Ich glaube, Pipi kann uns nichts machen. Zauberblatt ist Step plus der Boost von Wahlglas müsste er guten Damage machen. Als ob der jetzt auch noch anfängt taktisch zu spielen. Das reicht jetzt nicht mehr aus. Ja. Gehört alles zum Job. Okay, wir wechseln. Wir wechseln aus, wir wechseln aus, wir wechseln, wir wechseln, wir gehen auf Ace. Soll er sich heilen, ist mir egal. Machen wir eine Laubklinge, Wahlband, das tut weh. Ja, ständig, nice. Damit habe ich alle Attacken gesehen. Er quittet direkt? Ja, ist klar. Warum quittet er direkt? Holy shit, Mann. Warum, Alter? Was ist falsch bei dem Boy? Okay, Geweiher, Käfer-Dings am Anfang. Ich müsste eigentlich mit Cooper gut gegen Geweiher stehen können, auch hier. Mit einer Matschbombe sogar, oder? Nee, doch nicht, schade. Aber das geht auch, ein Quint macht man. Ho, Bruder, danke dafür. Leck mich, das ist ja mal mega sick hier gerade. So, Tanja nehmen wir gerade nebenbei noch mit.
Und Stalos. Okay, nice. Wir müssen wieder rauswechseln. Ich glaube, Ace sollte Stalos handeln können. Es ist Stahl. Es ist aber kein Boden, ne? Es ist glaube ich, nur Stahl, wenn ich richtig liege. Ich hab den Tod gesehen, Alter. Ich hab... Ohne Witz, ich hab den Tod gesehen. Ich hab ihn verschluckt. Ich derb selber auch gerade. Oh mein Gott. Okay, nice. So, und Sunny müsste das mit der Erdkräfte-Step rausnehmen. Wenn der Play jetzt scheiße ist, würde er Erdbeben machen, wenn er das im Z hat. Und würde mich rausnehmen. Aber es reicht. Das reicht. Boom! Bitch! So macht man das! Major Bob, Alter! Geflext ja! Meine 10.000 Volt haben gar nichts gebracht. Richtig so, Mann. Ersten Orden eingesagt. Damit haben wir 9 Orden. Sehr geil. Den Donnerorden holen wir uns hier gerade. Sehr, sehr schön. Kriegen, glaube ich, noch einen TM mit. Was mich auch gerade sehr freut. Und damit sind wir dann auch am Ende dieses Parts angekommen. Auch hier sind wir wieder ein bisschen überzogen, anstatt wir machen ja sonst... Oh, Mama ruft noch jemand an. Mama, also Mama haben wir ja schon mal gesagt. Mama ist das goldene Ding, was man immer annehmen muss hier. Und damit werde ich dann auch sagen, ist für heute gut gewesen. Ich habe echt gedacht, wir werden Major Bob nicht unbedingt schaffen. Aber wir haben ihn doch geschafft, was mich sehr freut. Damit sind wir jetzt auf der sicheren Seite und haben uns erstmal einen neuen Orden dazu geholt, haben uns ein paar Encounter gefangen. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen und auch neue Mons fangen. Ich weiß noch nicht, zu welcher Arena wir hingehen. Schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr meint, welche Arena wir machen sollen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst wieder eine positive Bewertung da. Würde mich riesig freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Dankeschön fürs Zusehen und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.